Hallo, ich bin's, euer Thunderhawk. Ja, ich muss gerade so gucken, ich habe noch ein paar Schritte zu machen. Ich habe meine 10.000 heute noch nicht voll. Aber was hat das mit den 10.000 eigentlich zu besagen? 10.000 Schritte. Das hat man sicherlich bestimmt der eine oder andere von euch schon mal bei seinem Doktor gehört. Ihr sollt in Zukunft 10.000 Schritte machen. Wo kommt das mit den 10.000 Schritten eigentlich her? Oh, meine Schritte sind voll. Bis gleich. Ja, wie ist das eigentlich mit den 10.000 Schritten? Ihr könnt euch die Ernährungsdocs angucken oder die Bewegungsdocs und prompt alle bekommen mehr Bewegung verordnet. Grundsätzlich auch in Ordnung. Aber dann kommt immer dieser Spruch mit den 10.000 Schritten. Wo kommen diese 10.000 Schritte eigentlich her? Da müssen wir mal ganz weit zurückdenken. Irgendwann gab es mal in Japan findige Erfinder und die haben dann eine Art Schrittzähler erfunden. Früher, wenn man Schritte zählen wollte, entweder man hat sich dabei Gute gemacht und hat er dafür gesorgt, dass man irgendwie die Schritte mitgezählt hat. Dann gab es auch solche Klickgeräte. Bei jedem Schritt musste man dann irgendeine Taste drücken, damit die Schritte gezählt worden sind. Hat man es vergessen, ist ein Schritt weg gewesen. Ja, Genauigkeit war halt kein Ding und vor allen Dingen, wer will schon den ganzen Tag irgendwo dahergehen und die Schritte zählen? Also entwickelte man ein kleines Gerät, was für einen diese Aufgabe übernommen hat. Und wie man so erfindertechnisch ist, braucht das ganze Ding auch einen Namen. Ja, letzten Endes weit übersetzt heißt dieses Gerät, was dann damals in Japan erfunden worden ist, Gerät, was 10.000 Schritte zählt. So kam es zu den 10.000 Schritten. Ob diese 10.000 Schritte wirklich das sind, was man brauchte, das wurde eigentlich erst sehr spät untersucht. Das ist erst vor einigen Jahren so weit gekommen. Zwischenzeitlich hat man natürlich festgestellt, ja, ein Mensch, der 10.000 Schritte am Tag macht, lebt deutlich gesünder als wie ein Mensch, der den ganzen Tag nur auf der Couch sitzt. Bewegung sorgt halt dafür, dass sehr viele Prozesse in unserem Körper ablaufen. Es sorgt dafür, dass die Muskelmasse erhalten bleibt. Es sorgt dafür, dass Fett verbrannt wird. Ja, Bewegung ist halt insgesamt als positiv einzuschätzen. Und so blieb es halt lange Zeit nur bei diesen 10.000 Schritten. Vor einigen Zeit hat man dann einmal Untersuchungen gemacht und hat dann festgestellt, ja, 10.000 Schritte, die Himmelsrichtung stimmt zwar, aber normalerweise so um die 8.000 Schritte reichen auch. Für die meisten von uns immer noch eine hohe Hausnummer. Habt ihr schon mal überprüft, wie viele Schritte ihr selber so am Tag macht? Ja, wenn man mal selber sich genauer das Ganze ansieht und wie viele Schritte man so am Tag macht, er sagt ja, 10.000 Schritte, Babyfax, mache ich so nebenbei mal. Und am Tagesende, da sitzt man dann auf einmal auf der Couch und stellt dann fest, ups, das waren ja noch nicht mal 2.000 Schritte. Ja, ich sag mal so, wir sind im Alltag leider mittlerweile irgendwo alle ein bisschen zu kleinen Couch-Potatoes geworden. Wenn irgendwo eine Rolltreppe ist, benutzen wir die Rolltreppe. Wenn ein Fahrstuhl irgendwo vorhanden ist, benutzen wir den Fahrstuhl. Und der Weg zum Bäcker, der eigentlich nur 3 Gehminuten entfernt ist, wird dann mit dem Auto gemacht. Das sorgt dafür, dass nicht viele Schritte zusammenkommen. Effektiv, wenn ich einfach davon ausgehen würde, ich würde am Tag 10.000 Schritte machen wollen, sage ich mal so, müsste ich eigentlich davon ausgehen, gute Stunde Bewegung müsste es mindestens sein, die man sich gönnen müsste. Da würde ja der eine oder andere sagen, jeden Tag eine Stunde Bewegung, hast du sie nicht mehr alle? Gut, bei den Schritten zählt natürlich auch das rein, was wir den ganzen Tag über machen. Und da lässt sich schon vieles noch selber beeinflussen. Frag doch einfach mal, wenn er beim Supermarkt wart, nicht direkt vorm Laden. Einfach mal ein bisschen weiter weg, damit ihr noch ein paar Schritte bis zum Laden habt, beziehungsweise vom Laden zurück und auch beim Wegfahren des Einkaufskorbs noch ein paar Schritte zusätzlich machen könnt. Wenn ihr bei euch in die Arbeit geht, fahrt nicht mit dem Fahrstuhl, benutzt doch einfach mal die Treppe. Klar, am Anfang wird das natürlich deutlich anstrengender sein, aber es lohnt sich. Und auch im Büro kann man eigentlich dafür sorgen, dass man gut zu Schritten kommt. Es ist doch eigentlich viel zu häufig, dass wir dann zum Telefonhörer greifen, nur um den Kollegen einmal anzurufen. Warum nicht zum Kollegen einmal hingehen? Mal ein freundliches Hallo, noch mal ein paar freundliche Wörter gewechselt und schon hat man wieder noch ein paar zusätzliche Schritte im Plus. Und so kann man dafür sorgen, dass man schon mal so einen Grundstock, sage ich mal so um die 3, 4, 5.000 Schritte am Tag hat, die schon mal als Basis gelten. Und dann hast du am Tagesende vielleicht noch mal eine halbe Stunde, die du extra zu gehen hast. Und dann ist die Sache erledigt. Hört sich doch schon viel einfacher an, oder?
Die Uhren das eigentlich, dass sie genau wissen, wie viele Schritte wir hinter uns bringen. Gut, es gibt da einmal so eine Art Gyroskop, das ist wie eine Art Lagesensor, der die Bewegungen halt mitträgt. Bestimmte Bewegungsabläufe werden halt bestimmten Sportarten zugeordnet. Das können nicht nur Schritte, das können auch Schwimmzüge sein oder wenn entsprechend ein Sensor noch mit angedockt ist, zum Beispiel auch die Trittfrequenz beim Fahrrad. Dann haben wir früher bei den Uhren in meiner Anfangszeit, wo ich noch zum Beispiel einen Forerunner 305 am Laufen hatte von Garmin, Pulsbänder gehabt. Diese haben halt per Signal den aktuellen Puls noch übermittelt, während die Strecke per GPS getrackt wurde und man natürlich dann anhand der Karte wusste, ich laufe jetzt gerade eine starke Steigung hoch, deswegen geht der Puls nach oben. Ja, heutzutage ist das so, diese Uhren haben nicht unbedingt mehr Pulsbänder, auch wenn man sie immer noch damit verbinden kann. Nein, ja, wie messen jetzt eigentlich diese Uhren heutzutage, was man eigentlich so einen Tag über gemacht hat? Ich sage mal so, die messen ja heutzutage teilweise nicht mehr nur die Schritte. Es wird die Schlafdauer gemessen, wie tief man angeblich geschlafen hat, der Sauerstoffgehalt, dies, das, jenes. Also ich sage mal so, man könnte ja fast schon sagen, es sind ja keine Fitness- oder Sporttracker mehr, es sind ja mittlerweile fast schon Gesundheitstracker geworden. Gut, früher, wenn ich meinen alten Forerunner 305 nehme, musste ich für die Pulsmessung mir einen Gurt umlegen. Dieser Pulsgurt hat gemessen, wie mein Puls gerade ist. Das wurde verbunden mit dem GPS-Track, den die Uhr aufgezeichnet hatte. Und wenn ich dann zu Hause in die Auswertungssoftware gesehen habe, da konnte ich dann feststellen, upsala, der Puls ist nach oben gegangen. Ah, an der Streckenteil, da bin ich eben stark bergauf gelaufen. Ja, heute können die Geräte deutlich mehr. Ich sag mal so, die Schritte, die werden durch einen Lagesensor gezählt. Das ist nichts Neues mehr. Weil, ich sag mal so, anhand der Bewegungen, je nachdem, wie man sie macht, kann die Uhr halt am Ende des Tages sagen, derjenige ist gegangen, derjenige ist gelaufen, derjenige ist geschwommen. Man kann noch zusätzliche Sensoren dran machen, natürlich den guten alten Pulsmesser, den kann man immer noch mit anschließen. Es gibt aber auch sogenannte Trittsensoren, zum Beispiel für Fahrräder, wo man halt die Trittfrequenz mitmisst, oder Schrittsensoren, die man an Schuhen anbringt, um dort die Schrittfrequenz entsprechend mit aufzuzeichnen. Alles möglich. Also es sind ja fast keine Grenzen mehr gesetzt. Wenn es aber dann darum geht, wie das aussieht mit dem Sauerstoffgehalt und einige andere Sachen, dann ist eigentlich ausschlaggebend dieses kleine grüne Lichtchen, was da hinten aus diesen Dioden da hinten rauskommt. Durch die Reflexion der Haut wird dann halt ausgewertet, du hast jetzt gerade so und so einen Puls, du hast gerade so und so einen Sauerstoffgehalt. Ja, wie genau ist eigentlich die ganze Chose? Ja, was die Genauigkeit betrifft, man hat mal eine Untersuchung gemacht, wo man jemanden einfach mal zum Spaß halt verkabelt hat und hat ihn in ein Schlaflabor gelegt. Parallel hat derjenige seine Uhr angehabt. Und das Ergebnis war eigentlich recht erstaunlich gewesen. Die Werte wichen eigentlich nur geringfügig davon ab. Allerdings davon, dass man sagt, ich habe jetzt hier jetzt ganz genaue Werte, mit denen ich jetzt irgendwo was anstellen kann, ist man natürlich noch weit entfernt. Aber dafür, dass man irgendwelche Anhaltspunkte hat, dafür ist das gar nicht mal ganz so übel. Ja, deswegen, bitte, wenn ihr solche Geräte nutzt, macht euch nicht abhängig davon. Wenn irgendwas unstimmig ist, geht zum Arzt, lasst es überprüfen. Wie gesagt, es sind Näherungspunkte. Selbst die Schrittzahlen, die sind auch nur näherungswert, weil, wie ich euch vorhin schon erklärt habe, da genügend Möglichkeiten sind, weswegen die Schrittzahlen abweichen können. Gerade halt durch diese Punkte, man sollte sich nicht ganz diesen Geräten einfach nur überlassen. Fürs Training ist es natürlich was anderes. Ich sage mal so, wenn ihr später mal lauft, ihr könnt mit den vielen Geräten, sobald die so ein bisschen ausgereifter sind, eure Trainings vorplanen. Ich sage mal so,
Es ist ja nicht nur so, dass man versucht, eine bestimmte Strecke durchzulaufen. Derjenige, der schneller werden will, macht natürlich auch Intervalltraining. Da kann man zum Beispiel auch die Intervalle da drinnen vorplanen und kann dann sagen, so und so viele Minuten musst du jetzt eben schnell laufen, so und so viele Minuten kannst du dich wieder erholen und so weiter und so fort. Du kannst teilweise deine Strecken da drinnen vorplanen, sodass du im Prinzip die Uhr als Navigationshilfe benutzen kannst. Also da ist sehr viel drumherum möglich, was euch halt den Alltag erleichtert. Nur auf Gedeih und Gederb zu sagen, meine Gesundheit hängt jetzt nur von diesem kleinen elektronischen Spielzeug ab. Davon sind wir noch weit entfernt. Am Ende des Tages müssen ja eigentlich die Daten auch irgendwo hin. Nur auf der Uhr nutzen sie euch nicht wirklich viel. Und ich sag mal so, die Rechenleistung von den Uhren ist auch nicht dafür ausgelegt, endlos lange Bewertungen damit auszuführen. Auch wenn die Geräte mittlerweile auch einiges an Arbeitsspeicher verfügen. Ja, in der Regel landen die Sachen irgendwo in einer Cloud. So ist es eigentlich egal, ob es bei Polar, Suunto, Garmin oder Amazfit ist. Wobei Amazfit, das landet eigentlich mehr oder weniger dann mittlerweile alles bei Xiaomi, weil die Apps dazu im Hintergrund stellen. Ja, irgendwo ist immer eine Cloud dahinter, wo die Daten gespeichert wird. Und damit fangen eigentlich auch schon die Probleme an. Ich kann mich nur entsinnen, früher, wo ich meinen Vorrunner am Laufen hatte, da war es eigentlich scheißegal, wo ich die Daten einlese. Solange die das Gerät die Garmin-Daten verarbeiten konnte, alles tutti, alles super, alles sauber. Heute hängen die Daten teilweise in den jeweiligen Plattformen fest. Gerade wie ich das jetzt hier nehme, dies ist eine Uhr von Amazfit. Ja, da hast man fast keine Möglichkeit, die Daten überhaupt aus dem Xiaomi-Universum rauszubekommen. Es gibt zwar Datenanbindungen, Google Fit, dann Adidas Sport, Relive und so weiter und so fort. Ja, aber es wird dann teilweise nicht alles übertragen, sodass man damit nicht weiter was machen kann. Und vor allen Dingen, gerade wenn ich dann das sehe zu Google, ist eigentlich die nächste Datenkrake, die die Daten bekommt. Denn sind wir doch mal ganz ehrlich, diese tollen Auswertungen, die ihr bekommt, von wegen, ihr habt einen Schlafstatus von 80% gehabt, was einen guten Schlaf entspricht und solchen Geschichten. Oder auch, wenn die Bewegungsdaten vom Training per GPS aufgezeichnet werden. Die gibt ihr nicht zum Spaß her. Ich sag mal so, diese ganzen Daten werden irgendwo im Hintergrund teilweise stark anonymisiert ausgewertet. Und das nächste ist halt auch Bewegungsdaten, insbesondere wenn GPS mit dabei sind. Das sind hohe Güter. Weil die zeigen eigentlich ganz genau, wo ihr unterwegs seid. Nehmt doch mal Spiele wie Pokémon Go. Die sind bewegungsbasiert und ihr müsst halt dann entsprechend eurer Position irgendwelche Interaktionen ausführen. Sei es irgendwelche Pokémon fangen, an irgendwelchen Arenen kämpfen oder dort an einem Raidkampf teilnehmen und so weiter und so fort. Guckt mal genauer dahin, wie eigentlich die Umsätze gemacht werden. Klar, es gibt einen Online-Shop in den ganzen Systemen drin, wo man nette Erweiterungen kaufen kann. Das ist praktisch, macht das Spiel einfacher und bringt nie ein Tick Geld. Aber dann guckt mal danach, was für Umsätze die Firma macht. Die Umsätze, die sind nicht damit gemacht, dass jetzt hier massenweise irgendwelche digitalen Items verkauft worden sind. Nein. Etwas, was Pokémon Go zum Beispiel hat, ist, im Hintergrund müsst ihr eure Bewegungsdaten freigeben. Und so kann man halt ganz gut sehen, wo ihr unterwegs seid, was beliebte Ziele sind an allen drum und dran. Und diese Auswertungen, die kann man natürlich dann darauf basierend erstellen und teuer verkaufen. Ich sag mal so, nichts im Leben ist letzten Endes geschenkt und man sollte immer überlegen, was man und wie man es macht. Wobei es ist natürlich heute irgendwie alles ein bisschen schwieriger geworden. Ich kann mich noch an Zeiten entsinnen, da gab es zum Beispiel Runalyze, das ist eine Auswertungsplattform, noch als Skript, dass man die sich bei sich selber installieren kann. Die alte Freeware-Version gibt es auch noch. Ja, aber ich sag mal so, von etlichen Herstellern kann man dann teilweise nichts mehr hochladen, weil da wird nichts mehr dran gebastelt und ersetzt und erneuert. Ja, und am Ende des Tages ist es halt dann so, dass man dann doch auf die neue Plattform gehen muss. Bestimmte Funktionen kosten dann natürlich irgendwas.
ich kann die Leute natürlich verstehen, dass sie dann das Ganze so gemacht haben. Aber ich sag mal so, ich bin halt eher ein Fanatiker, der die Daten ganz gerne bei sich zu Hause hat. Und das ist leider heute fast nicht mehr möglich, da die meiste Software, die es da gab, so in dieser Form nicht mehr existiert. Schade eigentlich. Ja, stellt sich jetzt die Frage, was sind eigentlich die richtigen Geräte für einen selbst? Ich habe schon einige Hersteller genannt, wie Garmin, Polar, Suunto oder Amazfit. Fast jede irgendwelche Sportgerätekette hat eigene Geräte. Teilweise auch die ganzen Markenhersteller wie Adidas und Nike haben oder hatten zumindest mal irgendwann eigene Geräte, wo man was mit aufteilen konnte. Jedes hat eigentlich seine Vor- und Nachteile. Letzten Endes ist es so, das, was einen für einen am besten passt, muss man für sich selber finden. Da gibt es keine allgemeinverbindliche Regel. Für mich ist es halt so, dass ich letzten Endes bei Amazfit gelandet bin, weil mir A, die Preispolitik von Garmin irgendwo widerstrebt hat. Und vor allen Dingen, ich habe auch drumherum so einiges an Geräten gefunden, wie zum Beispiel eine schöne Waage, die halt digital auch meine Werte in die App überträgt. Und andere Geräte, wo halt unter anderem zum Beispiel Blutdruckmessung und so weiter und so fort, stammen zwar nicht direkt aus dem Hause Amazfit, aber die Daten landen halt in derselben App drinne. Es mir ermöglichen, dass ich dann alle Daten an einer Stelle zur Hand habe und nicht in zig verschiedenen Plattformen meine Daten hinterlege. Ich sag mal so, je mehr man die Daten streut, umso mehr sind die ja dann irgendwo verteilt und unkontrollierbar verteilt. So hat man zumindest dann einen Platz, wo die Daten sind, und das hat auch seine gewissen Vorteile, wenn man weiß, wo die Daten am letzten Endes abgeblieben sind. Das sollte euch natürlich auch bewusst sein, selbst wenn ihr wisst, wo die Daten sind, wenn sie erstmal in die Plattform hochgeladen sind, sind die Daten dort. Auch wenn ihr eventuell einzelne Sätze löscht, letzten Endes, ihr seid auf Gedeih und Verderb der Plattform ausgeliefert und letzten Endes auch deren Bedingungen und deren Arbeitsumfeldern. Ich sag mal so, gerade wenn dann die Daten meinetwegen in Staaten abwandern oder gar je nach der Hersteller nach China, ich sag mal so, da greift kein EU-Datenschutzgesetz mehr und allen drum und dran. Dessen sollte man sich definitiv auf jeden Fall bewusst sein. Aber ich sag mal so, letzten Endes, ihr wollt ja nur für euch, weil irgendwo für die Gesundheit irgendwo was tracken. Vielleicht ein kleiner Tipp hier am Rande: nicht so viel persönliche Daten in dem Accounts hinterlegen, weil je weniger ihr dann von euch preisgibt, umso weniger kann man auch Rückschlüsse auf euch direkt ziehen. Wobei, das wird schon ein bisschen schwierig, wenn ihr schon anfangt, direkt bei der Haustür den GPS-Tracker anzumachen, weil spätestens dann, wenn jeder Lauf an derselben Stelle beginnt und dieses im Wohngebiet ist, weiß auch jeder Hersteller, wo ihr letzten Endes wohnt oder wo euer Bett euer Zuhause hat. Ja, muss man eigentlich laufend sich die neueste Generation der Geräte holen? Eine sehr gute Frage. Ich sage mal so, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel mal mir Xiaomi angucke, jedes Jahr kommt ein neues Mi Fit Band raus. Gucke ich mir Garmin an, ja, da sagen wir so, mir über die verschiedensten Modellen auch fast jährlich, dass neue Uhren rauskommen. Es ist aber nicht so, dass sämtliche Geräte, die da neu erscheinen, auch jedes Mal mit neuen Funktionen einhergehen. Oftmals sind es nur kleines Feintuning im Hintergrund, Optimierung der Batteriekapazität, eventuell, dass das eine geänderte Software es erzielt werden kann, dass dann halt die Funktionen, die so vielleicht eine Woche dauern würden, dann anderthalb Wochen nutzbar sind, weil weniger Strom verbraucht wird und so weiter und so fort. Irgendwo werden vielleicht verbesserte Sensoren dann doch mal eingebaut, dass vielleicht die Werte, die man da rausbekommt, noch genauer sind. Aber vieles ist eigentlich im Hintergrund und spielt sich meistens in der Software ab, was sich dann teilweise sogar bei älteren Geräten dann noch einsetzen lässt, weil die mit einem Software-Update dann versorgt werden und diese Funktionen dann auch mitbekommen. Insofern würde ich sagen, es ist am sinnvollsten, wirklich auf irgendwelche Hersteller zu bauen, die von Namen her zumindest bekannt sind und wo man am Ende des Tages sagen kann, sie sind eine gewisse Zeit auf dem Markt und versprechen einen, ähnlich wie beim Handy, eine möglichst lange Lebensdauer, was Updates betrifft. Und letzten Endes, solange wie die Akkus davon einigermaßen funktionabel sind, ja, da ist am Tagesende die Sache so, man sollte da dann natürlich dann auch ein bisschen den Umweltaspekt drin, solange wie die Uhr in Ordnung ist und alles noch das macht, was sie soll,
Und auch wenn man zum Beispiel die Uhr zum Beispiel beim Schwimmen einsetzt und sie ist noch dicht und allen drum und dran, ja, dann muss man die Uhr nicht zwingend ersetzen, nur weil man glaubt, das neue Modell macht alles anders, alles besser. Ich kenne genug Leute, die sehen sie solche Uhren auch irgendwo als Statussymbole. Letzten Endes sage ich mir, sie muss erst in erster Linie ihrer Funktion entsprechen, muss das machen und rausbekommen, was man für sich braucht. Also insofern, man muss nicht zwingend unbedingt immer das Aktuellste mitnehmen. Manchmal auch schon allein aus Kostengründen ist es vom Vorteil, wenn man sagt, okay, ich nehme das Vorgängermodell, weil dann diese Uhr meinetwegen statt 250 dann vielleicht nur noch 180 € kostet oder so ähnlich. Also das hat dann alles entsprechend seine Vor- oder auch seine Nachteile. Und das muss aber letzten Endes wirklich jeder für sich selber rausbekommen, wie sein persönlicher Weg ist. Liebe Leute, das soll es eigentlich für heute mal gewesen sein. Ich hoffe, es war für euch interessant, so ein bisschen was über Fitnesstrepper und Uhren zu finden. Ja, man merkt es hier, die Sonne ist nochmal rausgekommen und das macht eigentlich Spaß, nochmal eine Runde zu machen. Also ich bin dann nochmal unterwegs. Vielleicht zieht ihr euch auch nochmal eure Schuhe an, geht nochmal ein bisschen raus, genießt die Sonne und habt einfach viel Spaß, weil wenn ihr draußen unterwegs seid mit Bewegung und so weiter. Also bis die Tage, bis zum nächsten Thema.